Hallo und herzlich willkommen. One Homie Left. Es geht weiter. Ich schleiche immer noch durch die Gegend. Wir haben jetzt schon. Mit schon 4 Uhr, nur noch 2 Stunden. Oh, tut sich da eine riesen Klippe auf da vorne. Oder ist das ein Berg? Hallo, liebe Leute. Warum habe ich eigentlich die Dose in der Hand? Ich glaube, der Bogen ist gleich hin. Da noch ein paar. Noch ein paar Federn hinterher. Ein paar Federn, ein paar Pfeile. Ich bin schon ganz wirr. Ja, der letzte Upload, der hat nicht ganz geklappt. Deswegen kam eine Folge am Montag, gestern. Ah, der Bogen ist kaputt, okay. Der Bogen ist futsch. Und ich nehme die Beine in die Hand und lauf. Das ist mir lieber und dann werde ich mir da oben erstmal noch einen neuen Bogen machen. Ich erstmal lieber ein bisschen in Deckung. Weil ohne Bogen ist es echt nichts. Da läuft einer, da läuft er. Uah, scheiße. Uah. Ach du Scheiße. Kann ja wohl nicht sein. Kein Bogen, nur eine Keule. Und ich komme hier raus. Und es ist Dienstag und ich weiß nicht wohin. Und es wird gleich dunkel. Mama, ich hab Angst. Okay, was haben wir denn? Wir haben ein bisschen Loot. Ein bisschen Kram. Wir haben aber, glaube ich, nicht wirklich viel zum Futtern, ne? Da machen wir ein bisschen Krach noch. Der kommt eben hier hinterher. Ein bisschen Trinken habe ich. Wenn nicht... Ein Zweier auch noch. Ich werde jetzt erstmal diesen Bogen hier los. Und bin sowieso voll wie die Haubitze hier. Geh mal zurück. Ach, Kriecher. Alle da. Alle Freunde sind hier. Nur keiner, der mir weiterhelfen mag. So. Wichtig ist, dass ich jetzt... bald mal hier in Deckung kommen. Die laufen mir alle noch hinterher. Schnell weg. Schöner, schöner See hier. Ich werde jetzt als nächstes erstmal einen Bogen brauchen. Einen neuen. Und... wenn ich den Bogen habe, geht's weiter. Ich muss erstmal gucken, dass ich die nächste Nacht überlebe. Das ist mir nämlich viel zu riskant, hier heute Nacht noch weiter zu laufen. Bin immer noch hunted. Jetzt kommt der Baloo noch rein. Nichts Mikro, Baloo. Nichts Mikro. Ja. Genau, genau. So. Alle haben mich entdeckt. Außer Fred. Der liegt im Beet. Gut. Ja, der Anfang ist heute ziemlich spätig schlecht gelaufen. Total hungrig. Keine Ausdauer mehr. Und kein Bogen mehr. Krankenschwester. Hallöchen, meine Kleine. Ja, es läuft gerade ganz verkehrt. Nicht so, wie ich es wollte. Ich wollte eigentlich noch den Store besuchen. So, Katerchen macht sich mal weg. So. Jetzt ist der Kater weg. Ein Ei. Wir könnten vielleicht... ich habe einen Topf, glaube ich, dabei. Und dann können wir... Eier kochen. Muss ich erstmal flitzen gehen, damit die mein Haus nicht sehen. Ein bisschen die Fährte, die Spur verwischen. Ich hoffe, es gelingt mir.
Wir müssen leise sein. Wir sind unentdeckt. Das ist gut. Wir haben 5 Uhr. Und wir werden jetzt auf jeden Fall mal unsere Hütte aufsuchen. Hier in der Abendsonne sieht mich jetzt keiner. Kochen wir uns mal ein bisschen was ab. Wie weit haben wir es dann noch? Oh, ist noch ein Stück. Das ist noch ein Stück. Gut. Ja. Ja, es ist noch ein Stück. Und dann werden wir mal die nächste Nacht mit gekochten Eiern und einen Tee hier verbringen. Noch ein bisschen Baumwolle. Na. Ich weiß nicht warum, aber das Pflücken der Baumwolle wird manchmal echt unterdrückt hier. Dann gehe ich weiter. Ich wollte noch viel mehr hier machen in der Stadt, aber die Zeit ist mir davon gelaufen. Die Zeit ist mir davon gelaufen. Das könnte gut die Heimat werden hier. Gucken, ich glaube hier an der Straße irgendwo. Hinten drin war mein Häuschen. Ich will mal reinschauen. Wir haben gleich 6 Uhr. Oh, es ist noch ein ganz schönes Stück zu laufen. Oh mein Gott. So weit weg war ich. Da bin ich viel zu spät nach Hause. Das muss ich mir merken, dass ich da echt früher los muss. Ich muss um 4 Uhr nach Hause gehen, damit ich pünktlich da bin. Jetzt ein Zombie hier reinschaut. Komm, lauf schneller. Nur mit einer Keule. Ich könnte mir ja mal am Bogen schon mal kraften. Das mache ich lieber zu Hause. Ah, toll. Gleich 2 Dudes. Gut, okay. Die lassen wir stehen. Die lenken wir ab. Oh Gott. Hier schnattert's im Gebüsch. Warum sind dann hier so viele Zombies und ich bin so allein? Aber noch mehr, das gibt's doch nicht. Und eine Sau läuft da. Keine gescheite Waffe. Oh nein, ich glaube. Oh, es gibt Remi Demi Party Besuch. Wäre ich bloß die andere Straßenseite gelaufen. Mensch, Omme. Doch nicht so ein Quatsch. So, ich glaube, das könnte ich geschafft haben. Bleiben wir mal hier unten in Deckung und hoffen, dass die mich gleich nicht mehr sehen. Gut, dann sind wir bestimmt gleich am Haus. Und wenn ich Glück habe, treffe ich auch keinen mehr, weil wir haben jetzt 18 Uhr. Hilfe. Natürlich nichts drinne. Gut. Ein Stückchen noch und dann sind wir zu Hause. Machen uns mal einen Bogen wieder. Ohne Bogen bringt das nicht viel hier.
Dann werden wir heute Nacht nochmal Zutaten neu formieren. Gucken wir, was da Schönes noch daraus machen können. So, das bleibt jetzt mal da und der da. Gut. Muss leise sein, es ist schon spät. Hunted. Na toll. Knüppel! Na toll. Mir geht gerade die Gänsehaut ab. Ich hab Gänsepelle. So schlecht. Mein Gott, warum habe ich so einen Schiss hier? Das gibt's doch nicht. Bisschen noch. Komm mal halt durch. Mann. Hat ihr mir eine eingeschenkt hier? Nichts Besseres einstecken, nee, gell? Pech gehabt. Ich muss natürlich hier um die Uhrzeit natürlich rauslaufen, ne? Ja klar. Und so schlecht ich sehe, so schlecht sehen die anderen auch. Ne? Gleich sind wir zu Hause. Und draußen schreit mein Balu. Hier zirpen die Grillen. Oh. Aufregend um die Nacht. Tag 2 in der Nacht. Also bisher habe ich eigentlich ganz schön viel Bammel und Dusel und Glück gehabt, ne? Das Weib eben, das hätte mich mal richtig schön einen Kopf kürzer machen können, ne? Da ist mein Zuhause. So, Baluschen, mach nicht so einen Quatsch. Es ist Nacht, geh rein in dein Körbchen auf. Es ist Nacht. Katze. So. Gut. Ist aber auch wirklich eine kleine Hütte hier. Guck ich nochmal hier rum, ob alles in Ordnung ist. Und dann gehen wir mal rein und werden mal auspacken, was man so hat. Oh, wenigstens sind wir schon mal hier. Oh, Mann, das hat mich jetzt Nerven gekostet. So gar nicht. Omme, der Angsthase. Gut. Wir sind zu Hause. Was wir machen können, ist wir... wir haben... Arrows. Da werden wir nochmal ordentlich Pfeile jetzt machen erstmal. Habe ich dann was zum Anziehen? Ja, ich habe eine Jacke. Die ist aber auch nicht wirklich toll, die Jacke. Ein bisschen mehr wie die hier. Kann man die? Ja doch, die kann man auch reparieren, gell? Wir haben Scrap, wir haben Klamottenfragment. Ich muss nachher nochmal an See was zu trinken holen. Jetzt trotz alledem den Dick gegen den Topf tauschen. Wie lange braucht es? Steht natürlich nicht da. Steht natürlich nicht da, wie lange das braucht. Leg mal so ein Stück hier rein. Zack. So, ich hoffe nicht, dass es zu viel Hitze macht. Das Mauskabel noch ein bisschen hier. So. Und es zieht schon wieder Nebel auf ohne Ende. So, die Pfeile sind gleich gemacht.
Ich dachte, es sind mehr. Es fehlt, ein Stein fehlt. Okay. Haben wir ein paar Steinchen. Können wir heute aber nicht draußen klopfen gehen. So, ich gehe mal an die Kiste gleich. Ein Stein fehlt da. Wir machen mal die Jacke weg. Die brauche ich jetzt nicht. Die brauche ich jetzt. Das ist leer, das ist leer. Ah, hier ist noch ein Drink. Und den haue ich mir jetzt mal rein. Gut. Also, wir haben in der Stadt schon ein bisschen was gesehen. Wir haben gesehen, dass da auf jeden Fall eine wahrscheinlich größere Stadt ist mit dem Store hier drüben. Ein bisschen was gelootet haben wir schon. Und ein bisschen geblutet habe ich auch schon. Weil einfach, das war ein Riesenweg bis darüber. Komplett zum nächsten Biom. Schönes Haus hier, aber echt ein bisschen weit weg. Wir werden dann mal gucken, ob wir in den Norden oder in den Süden gehen. Aber wir werden vorher noch mal ein oder zwei Tage die Stadt besuchen. Das ist schon echt wichtig, glaube ich. Hier habe ich noch mal Wasser und Tee. Das werde ich mal richtig schön aufkochen. Warte mal, Kaffee haben wir auch. Kaffee werde ich mir mal machen. Ich bin total hungrig, sehe ich gerade. Und das ist nicht gut. Und draußen laufen, glaube ich, hat einer von euch abends Schweine oder so gesehen draußen? Schweine, Sau oder so? Kocht er irgendwie gar nicht hier. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. Es läuft immer noch nicht richtig. Warte mal. Wir nehmen ein bisschen raus. Wir wollen da mal Kaffee anpflanzen. Genau. Wir machen uns mal 3 Kaffee. Und den Rest packe ich weg. Und dann mache ich danach nochmal Tee. Genau. Und ich läuft das jetzt gescheit, das Feuer. Gehen wir nochmal rüber. Ein Schränkchen. Ah, Klamotten. Gut, die packe ich da mal rein. Und auch der Helm mit rein. Und darüber. Schmutziges Wasser könnten wir dann mal abkochen nochmal später. So, bräuchten wir für die Munition sowas, bräuchten wir mal hier. Machen wir dann mal hier rein. Das ist schon mal ganz gut, dass das da ist. Wir haben hier auch noch was zu trinken. Auch ganz gut. Ja, hungrig bin ich im Moment. Das ist richtig. Ein Döschen gönne ich mir trotzdem noch. Jetzt machen wir schnell nochmal den Tee fertig. Hatte ich nicht noch irgendwas zum Futtern dabei? Eier. Eier muss ich. Genau. Eier muss ich kochen. Genau, der Kaffee ist gemacht. Kommen die Eier da rein. Cool. Selbstversorger. Auch wenn es nur Eier sind. Wahrscheinlich haben andere hier um die Zeit schon lecker Ham and Eggs und ich genieße erstmal die Eier, damit ich erstmal satt werde. Genau. Mir ist es so lieber, ich lerne langsam, aber sicher und gut. Komm, noch eins. Wunderbar. Das ist schön. Das ist schön. Und die Wellness, die hat mir richtig eine gegeben, die kleine Maus. Richtig hart. Level 9 sind wir schon. Das ist gut. So. Die kann ich erstmal rausnehmen. Ich muss erstmal Wasser abkochen. Wo ist denn das Wasser jetzt hin? Da habe ich doch eben 15 Gläser Wasser reingelegt. Kann doch nicht sein, oder? Oh Mann. Hart verbuggtes Spiel. Ich glaub's ja wohl nicht.
Ich glaube, mein Schwein pfeift. Sehr, sehr ärgerlich, Leute. Echt nicht lieb von euch. 15 Gläser Wasser weg. Gut, solange das hier kocht, werde ich mal die nächste Aufnahme alles vorbereiten. Und werde mich jetzt mal verabscheuen. Wieder viel Spaß gemacht, dass ihr dabei seid. Vielen lieben Dank. Vielen Dank auch, dass ihr mich hier unterstützt. Kann ich dann vielleicht die Tür ein bisschen aufwerfen? Gut. Haben wir die schon mal ein bisschen sicher gemacht. In diesem Sinne, meldet sich da oben ab und wir sehen uns dann, da heute Dienstag ist, am Donnerstag wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß. Ciao.